Alles ruhig, alles in Ordnung. Kann das bloß nicht zurück. Was war das? Shit. Also gut. Weil da unten ist noch eine Truhe, die hätte ich auch ganz gerne. Oh. Okay, der Speicherpunkt ist günstig. Ich habe das vorher, als ich kurz angespielt habe, nicht ausprobiert da unten, weil ich mir dachte, okay, ich will mal kurz ein bisschen was ausprobieren, aber... ich hätte noch einen Wasserpfeil. Nach. Ich hab's auch gehört. Das ist aber schön, dass du es auch gehört hast. Komm raus, damit ich dich sehen kann. Ich wollte sowieso keinen Ärger. Pech. Ein bisschen Abwechslung hätte nicht geschadet. Ja, ich muss echt vorsichtiger werden, das ist richtig. Sein. Hier ist jemand! Vielleicht ein Langfinger. Du steckst hier irgendwo. Solange er nicht auf die Idee kommt, hier hinten nachzusehen, ist alles gut. Oh, das ist ein Versteck. Gut. Er kann sich nirgends vor uns verstecken. Seiken geht schlafen? Okay, gute Nacht. Oder habe ich es verpasst? Oder Razor? Sei unbesorgt. Wir werden ihn bald finden. Du könntest recht haben. Wir sollten kein Risiko eingehen. Hey. Ich voll Idiot. Komm auf der Taste an. Naja, für Fragezeichen musst du Caps drücken, ich kann von daher. Ich komme halt tatsächlich so dämlich, wie ich bin, auf dem Knopf da. Oh Mann. Okay, man hätte sich jetzt sparen können, das ist richtig. Ich könnte seine Fackel ausschießen, das ist richtig, das hat aber wenig Sinn. Im Moment zumindest. Untersuch das. Ich gebe dir Deckung. Wer ist da? Hallo? Hä? Was hier jemand der... Halt! Stehen bleiben! Okay, ich muss noch ein bisschen rumexperimentieren. Es gibt Dinge, die früher funktioniert haben, die jetzt nicht mehr funktionieren. Alles klar. Also haben sie die KI doch etwas intelligenter gemacht als früher. Finde ich nicht schlecht. Vielleicht muss ich dann doch ein bisschen was experimentieren. Macht hier jemand Ärger? Wer ist da? Hallo? Gute Nacht. Bin ja gespannt, ob der seinen Kollegen vermisst oder nicht. Gut, wenigstens hat sich's ausgezahlt. Ah!
Gut. Dann weiter geht's. Das war ja ein großes Problem mit den alten Thief-Teilen, dass man da immer irgendwie so die KI umgehen konnte. Da gibt es jetzt sehr viele Dinge anscheinend, die nicht mehr funktionieren. Finde ich aber gut. Ach komm. Dass du auch jeden töten musst. Hast du Angst, dass ich dir zuvorkomme? Ginge mir ähnlich, schätze ich. Ich habe Angst, dass du uns beide umbringst. Ich kann auf mich aufpassen, okay? Ich kann mich damit schneller bewegen, schneller klettern. Schneller töten und schneller Fehler machen, schon klar. Du hast es nicht im Griff. Deshalb bin ich besser. Finde dich damit ab. Machen wir einfach unsere Arbeit. Ja, machen wir. Und zwar ohne dieses Ding. Ich nehme an, das ist unser Ziel, der Urkraftstein. Oben. Immer ein schlechtes Zeichen. Brüder Cornelius, Aldus, die Schlüssel! Es ist Baron Northcrest. Wir sind hier, um die Stadt in ein neues Zeitalter zu führen. Voller Fortschritt und industrieller Aufklärung. Beginnen wir mit der Kanalisierung der Urkraft. Sammler in Strakakan. Skemmamakana. Komm schon, gehen wir runter. Das wird lustig. Nein, wir sind fertig. Es ist vorbei. Was? Machst du Witze? Etwas stimmt nicht. Es ist zu gefährlich. Du bist noch nicht so weit. Du weißt, dass ich kein Kind mehr bin. Ich schaffe das. Ich gehe da runter, mit dir oder ohne dich. Aber nicht ohne das hier. Ich habe gemerkt, dass er das geklaut hat. Und sie ist sauer, wie sie zu... Naja, egal. Jo, keine Ahnung, was hier passiert ist. Charter, nein, das ist keine Dummheit, das ist Unerfahrenheit gepaart mit Arroganz. Das ist noch schlimmer. So faul. Wir müssen in die Stadt mit ihm, bevor die Abriegelung losgeht. Langsam, Junge. Wir müssen ihn nur sicher zum Uhrenturm schaffen. Dann ist alles in Ordnung. Wohin des Weges? Zum Bäcker in Stone Market. Ah, hab ich mit dir geredet, Bastard? Hey!
Geh weiter! Ja. Scheiß Bettler. Man vermisst die alte Wache. Die Stimmen! Die Albträume! Die Schwermut wird schlimmer. Überall außer Alldale. Man muss was unternehmen. Wir interessieren keinen Junge. Das wirst du bald lernen. Ihm geht es nur um den Fortschritt. Wollt ihr diese verdammten Rohre überall haben? Hey, du da! Das reicht jetzt! Na? Davon werden wir nicht satt! Davon werden wir nicht gesund! Du! Haltet euch für sicher! Nur weil ihr Dreck schaufelt für die Reichen! Der Baron hat einen Strick für jeden von uns! Doch Veränderung kommt! Orion wird sie bringen! Der Baron wird brennen! Seht! Seht! Sie fürchten die Wahrheit! Kopf runter! Du! Mit wem redest du? Lass den nicht entkommen! Ich bin hinter dir! Ja. Seikan fragt gerade, immer wenn du in den Spiegel schaut, sieht eine hässliche Person. Ist das normal, dass der immer reinschaut, wenn du auch reinschaust? Denk schon. Den Tipp von KLS würde ich übrigens nicht beherzigen. Das könnte übel ausgehen. Hier schon ist. Vorteile der strikten Ausgangssperre. 20.06.842. Der gefürchteten Schwermut Einhalt zu bieten, ist allgemeine Bürgerpflicht. Die Abriegelung der Straße, der Straßen der Stadt, genau wie die Keulung der Tierbestände zuvor, zeigt bereits deutlich Wirkung. Dazu Dr. Troy aus Stone Market. Stone Market ist übrigens unser Heimatdistrikt, unter Anführungszeichen. Es ist in der Tat das unglückselige Zusammentreffen bestehender Melancholie bei Gesunden mit bereits Erkrankten, das die Ausbreitung dieser furchtbaren Seuche erst ermöglicht. Ich empfehle daher, dass sich alle von den Rüstigen und Gesunden bis hin zu den Schwächeren an die Ausgangssperre halten. Und jeder Bürger kann sich darauf verlassen, dass die besten Ärzte des Barons unermüdlich an einem Heilmittel arbeiten. Wahrlich, wir leben in einer großen Zeit der Veränderung und eben solchen Fortschritts. Oh, komm, Seikan, ich hab doch gesagt, nicht dran halten. Ah, kurz mal mit. Sofern man denn von Fortschritt sprechen möge. Ein Zahnrad für 3 Gold. Wenn ich überlege, wie viel Gold wert war und eben sein sollte. Oh, aber jetzt sind wir Fokus. Wenn ich mich konzentriere, bin ich irgendwie schneller als sonst. Was ist los mit mir? Dieses Klonk war wesentlich leichter als vorher. Also wesentlich leiser, so nicht leichter. H für Health. Health. Boah. Hat